Sauernkäse. An der landwirtschaftlichen Fachschule Winkelhof steht das Kasen auf dem Stundenplan. Von der Milch aus dem eigenen Stall bis zum fertigen Produkt, jeder Arbeitsschritt eine Lehre fürs Leben. Für mich ist das Allerwichtigste, dass man aus dem, was man hat, und das hat unsere Gesellschaft eh schon ein bisschen verlernt, das Beste daraus macht. Und das lernen wir an diesen Schulen und das halte ich für ganz, ganz wichtig. Genau, wir probieren die Schüler da einen Kreislauf zu vermitteln. Wir holen die Milch vom Betrieb, verarbeiten sie rüber am Nachmittag und liefern es direkt um in die Großküche für Jause und Frühstück. Wir fangen mit der Milch an und nachher zeigen wir das Endprodukt und kosten dürfen wir es auch und mitnehmen dürfen wir auch was. Und das macht dann eine Freude, wenn man es daheim hat und herzeigen darf, was man selber gemacht hat. Wir haben ja 4 Schulen in Bruck, in Damsweg und in Klessheim und haben jetzt dieses Lebensmittelhandwerk ausgerollt. Das ist jetzt nicht nur Kür, da kann man hingehen, sondern das muss man lernen. Aus der Milch das Beste rausholen, das erfordert Fingerspitzengefühl, Freude an der Arbeit und vor allem einen guten Lehrmeister. Ja, also wenn man einen Georg Wimmer als Kollegen hat, das ist ein Wahnsinn, weil man kriegt halt auch so noch so viel Fachwissen mitvermittelt. Das passt super bei uns. Mein Lieblingsarbeitsschritt ist nachher daheim einen Kühlschrank aufmachen, einen Käse auszutun und aufschneiden zum Essen.